Willkommen zurück zu Clock Tower 3. Ja, Leute, beim letzten Mal haben wir den ersten Boss im Spiel besiegt und konnten danach diesen Raum hier betreten. Das hier ist das Büro oder ja, die Bücherei von Alyssas Onkel. Und hier haben wir eine interessante Notiz gefunden über eine besondere Gruppe von Mädchen der Ruder Family. Ja, die Ruder Familie kämpft im Teenageralter gegen böse Mächte. Wer nähere Infos haben möchte, guckt bitte den letzten Part. Ich möchte das jetzt nicht nochmal breitreden. Jedenfalls sieht es aus, als ob auch Alyssa einer dieser Ruder wäre. Gut. Zunächst noch aber mal Entschuldigung, wenn ich mich hier ein bisschen anders anhören könnte. Habe mich ein bisschen erkältet und die Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Aber es geht schon. Nur damit ihr halt Bescheid wisst. Ja. Zurück zum Spiel. Ja, beim letzten Mal haben wir uns schon ein bisschen hier umgesehen und haben diese interessante Notiz hier gefunden. Die Schlüssel zum Mysterium der Zeit liegen hinter dir. Die Schlüssel zum Mysterium der Zeit. Ein sehr kryptischer Hinweis. Wenn man das Spiel nicht kennt, könnte man ja länger daran verzweifeln und das ganze Haus absuchen. Ja, aber zunächst muss man wirklich nur mal dieses Bild hier angucken. Denn hinter dem Bilderrahmen ist etwas versteckt. Ein Aufziehschlüssel. Ja. Und dieser, ja. Oh, die Schublade wollte ich jetzt gar nicht. Dieser Text hat noch eine andere Bedeutung. Denn das Mysterium der Zeit muss ja auch noch gefunden werden. Die Schlüssel haben wir, aber das Mysterium der Zeit, damit ist natürlich eine Uhr gemeint und wenn ich mich jetzt recht entsinne, gibt es im ganzen Haus nur eine richtige große Standuhr. Und zu der möchte ich jetzt auch gleich mal hingehen. Die ist nämlich hier oben im Zimmer von Nancy, also von Alyssas Mutter. So, hier noch durch. Und oh, ich zieh mal einer an. Die Tür können wir jetzt auch entsiegeln. Und Bam! Wow! Hey! Komm, das war unfair! Jetzt zieh dich! Lass mich mal da rein. Was haben wir da? Oh, das Badezimmer. Mit. Oh nee! Ausgerechnet hier eine Leiche. Einer der Bewohner? Wow, das stinkt zum Himmel. Ja, und, oh Gott, guck dich mal die Brühe in der Wanne an. Eklig. Ich meine, das muss den Bewohnern doch auffallen, wenn, ja, hier jemand zum Skelett runtermodert. Jedenfalls, dieser, wow, Geist ist verdammt nah. Ja. Dieser Geist hat kein sentimentales Objekt. Um ihn zu erlösen, brauchen wir etwas Lavendelwasser. Denn es hieß ja, hier stinkt's zum Himmel. Ja, jetzt duftet's wieder frischer. Und mit frischen Düften geht's ab in den Himmel für den Geist. Und zum Dank kriegen wir einen Segelstein. Na, sehr schön. Aber ich guck euch den mal an. Der ist doch. Oh, und die Brühe. Ich möchte die Sauerei nicht wegmachen. Aber hallo. Gut. Dann wollen wir mal in Nancys Zimmer. Gut. Denn die Uhr, ja.
Oh, sieh einer an. Da ist noch ein Bild unter dem ersten. Ja, auch hier greift die Hinweisnotiz. Das Mysterium der Zeit ist hinter dir. Ja. Wichtig ist die Uhr im Hintergrund jetzt. Die steht auf 3 Uhr und diese Uhrzeit müssen wir jetzt hier einstellen. Und dafür brauchen wir die Aufziehschlüssel. Das heißt, die Uhr zu finden ist nur die halbe Miete, aber die Schlüssel zu finden, da, das ist schon schwieriger. Okay. Ja gut. Sollte eigentlich kein großes Thema sein. So, und jetzt nochmal links. Tada, 3 Uhr. Und das war's auch schon. Oh. Ein Geheimraum. Was haben wir denn hier dahinter? Jede Menge Bücher, ein Schrank, ein Schreibtisch. Und wow. Was ist das für ein komisches Muster auf dem Boden? Was um Himmels Willen hat Mama hier gemacht? Hier sind jede Menge Kerzen und Töpfe und... Moment. Das Geheimzimmer hat Fenster? Muss das von außen nicht langsam mal aufgefallen sein, dass es hier noch einen Raum gibt oder so? Ja, okay. Jedenfalls ein ziemlich seltsamer Raum. Was hat Mütterchen hier nur getrieben, hä? Gut, schauen wir uns erstmal das hier an. Portalfelder. Das Zeichnen des Portalfeldes gemäß den Instruktionen ist nur der Anfang. Denke dran, das Portalfeld muss sorgsam mit heiligem Wasser gereinigt werden, bis es ausreichend mit Energie geladen ist, damit es seine volle Wirkung entfalten kann. Nur wenn das Feld mit Licht erfüllt wird, kann man wegweisende Ergebnisse erwarten. Gut. Ja gut, dann wollen wir dieses Zeichen doch mal ein bisschen sauber machen, oder? Wow, und es reagiert prompt. Wow. Okay. Und wir werden teleportiert. Aber wo landen wir? In irgendeinem verregneten Hinterhof. Und die Musik will mir gar nicht gefallen. Überall verdorrte Bäume. Ist das ein Lagerhaus da hinten? Stehen überall Container rum. Ein Brunnen. Gut, hier können wir unsere Flasche wieder auffüllen. Und ich werde es gleich mal nutzen, um hier zu speichern. Gesaved. Sehr schön. Ich mag das Ticken beim Speichern irgendwie. Hat irgendwie was Beruhigendes an sich. Fragt mich nicht warum, aber ist so. Gut, hier scheint nichts so weiter zu sein. Aber bei dem Wetter. Guck dich mal an, wie das hier gießt. Also, ein Regenschirm wäre bestimmt. Wow, nicht schlecht gewesen. Ein Geist. Und hier liegt was.
Lass mich das mal kurz nehmen, ja? Ein Teddybär. Ein, ja, etwas zerlumpter. Also sieht, ja, leicht gebraucht aus. Kein Wunder, wenn der in einem Eck liegt. Hallo, lass mich los, ich will nicht kuscheln. Wow. Oh, ich kann nicht hinschauen. Das ist ein herzförmiger Anhänger in der Hand. Okay. Herzförmiger Anhänger. Na toll, gleich der nächste Geist. Kommst aus dem Eck hier. Haben wir hier hinten was? Sieht nicht so aus. Ah. Aber. Ah, okay, okay. Erstmal da hinten gucken. Da haben wir doch noch was. Das Innere des Autos ist verbrannt und verkohlt. Eine zusammengedrückte Kiste ist im Kofferraum. War das ein Geschenk, das geliefert wurde? Ein Geschenk. Ja. Ich kann ja mal den Teddy probieren. Ich glaube, das war's, oder? Yep, das Geschenk war der Teddy. Voll gegen die Wand gefahren hier, also. Führer schon den Lotto gewonnen. Na, aber ich finde es schon nicht schlecht, dass sie das so gelöst haben, denn. Ja, ich sag mal. Das Spiel jetzt ab 16 und da müssen nicht unbedingt. Ja, verstorbene Kinder drin vorkommen, die ihre Teddy suchen. Also, mit dem Geschenk, ich finde, das geht schon in Ordnung. Ah, jetzt können wir uns das Eck auch mal wirklich in Ruhe angucken. Nein, hier ist nichts versteckt. Aber komisch, dass man das dann hier so gesondert hat. Mit der Perspektive. Hier steht was an der Wand. Das können wir uns auch mal kurz in Ruhe angucken. Aber wirklich lesen kann ich es nicht. So. Das unterste heißt To Go to Hell. Und das oberste? Set. Re. Und es ist Get Ready. Seid bereit, um zur Hölle zu fahren. Ja, also der Spruch würde auf jeden Fall gut passen. Nun gut. Genug Zeit hier draußen vertrödelt. Da ist weiter eigentlich. Da gab es noch weitere Türen. Ich glaube nicht, oder? Nee. Doch. Hier gab es noch eine. Und die ist verschlossen. Supi. Gut. Aber ich möchte jetzt erstmal hier rein. Denn ich glaube, das ist der einzige Weg, der aktuell offen ist. Und endlich aus dem Regen raus. Ah. Na, supi. Und direkt wieder Blut. Na, noch ein Geist. Okay, wir können hier mit Dosen kicken. Schon mal nicht schlecht. Von der anderen Seite abgesperrt. Okay, gehört das Haus auch jemandem? Cutscene? Oh. Who are you? What are you doing here? Answer me! Say something. Mother.
war denn das für ein Kerl? Hier geht ein Blinder im Haus um und sucht seine Mutter. Okay, naja. Ja, ich weiß nicht, ob ich schon mehr zu dem Kerl verraten kann. Ah, gleich noch eine Cutscene. Was zur Hölle ging da bitte gerade ab? Ja, jetzt kann ich's ja sagen. Der blinde Mann vorhin war Albert. Und das ist seine Mutter Dorothy. Zu der wir jetzt nicht mehr hin können, da eine starke Kraft die Tür verschlossen hält. Und ja, die beiden, ich verrate schon mal, sind die nächsten, denen wir jetzt helfen müssen. Aber, oh. Das war jetzt ganz schön crazy, was da abging. Und ich sage euch, dieser Abschnitt im Spiel hat's in sich. Und deswegen mag ich ihn auch richtig. Aber nun gut, erstmal ein bisschen weiter umgucken. Was haben wir hier? Hier hing ein Bild. Ich würde jetzt sagen, es hängt hier noch. Alles schief hier. Vielleicht sollte ich es gerade hängen. Ja, würde ich auch mal machen. Aber scheinbar hat alles so gerade keine Lust. Na gut, dann lassen wir es halt. Hier ist abgesperrt. Gut, dann eben. Yep, hier geht's wirklich nicht mit rechten Dingen zu. Noch ein Geist. Klasse, der dazu noch durch die Wand kam. Das heißt, wir können den Geist dazu erstmal nicht, also den Körper dazu nicht erreichen. Die ist abgeschlossen. Ah, lass los. Nein, 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 nein. Boah, da hat er richtig creepy Augen gehabt. Habt ihr das gesehen? So richtig rot leuchtend. Hier nur ein paar Kisten, die uns nichts bringen. Dann eben hier oben rein. Ah, ein Schlafzimmer. In der Vase ist eine Mondblume. Wurde wohl mal gedreht. Ja, dann drehen wir sie doch nochmal. Eine Mondblume. Ja, ist auch wieder so ein komisches Rätsel aus dem Spiel. Wir müssen sie nach Norden drehen. Damit sie den Mond anschaut. Oh, ein Geheimgang. Aber erstmal gucken, was es hier noch so gibt. Hier haben wir einen Werkzeugkasten, der aber auch abgeschlossen ist. Können wir hier drin mal noch irgendetwas öffnen? Nun gut, dann eben ein bisschen hier schmökern. Alberts Tagebuch. Percy von der Bäckerei.
nannte mir einen guten Augenarzt in London. Vor 7 Jahren hat Mutter ihr Augenlicht verloren. Und obwohl sie versucht, gut gelaunt zu sein, fällt es mir schwer zu sehen, wie sie altert. Vielleicht kann dir der Arzt helfen. Das wird teuer. Hoffentlich reichen meine Ersparnisse. 16. November. Gestern kam ein Verwandter von uns, John Hague, vorbei und fragte, ob er bei uns wohnen könnte. Er war sehr freundlich, aber ich kann mir nicht helfen. Irgendwie scheint er berechnend. Ich sprach mit Mutter darüber. Die meinte, ich würde ein Buch nach seinem Einband beurteilen. Sie hat wohl recht. Blut ist dicker als Wasser, wie man sagt. 21. November. In den letzten 3 Tagen habe ich nachts immer merkwürdige Geräusche gehört. Es gab wohl eine Reihe von Einbrüchen in der Gegend. Ich muss daran denken, nachts alle Türen und Fenster zu verriegeln. Aber Albert war doch auch blind. Zumindest als wir ihn gerade getroffen haben. So, im Schrank ist nichts. Dann, ja, gehen wir doch mal hier runter. Oder nein, wisst ihr was? Was da unten versteckt ist, sehen wir uns im nächsten Part an. Also, bis dann.